Die bannen eh immer Nidalee und Ezreal. Und dann ist mir egal, was ich spiele. Dann lass uns jetzt trotzdem den Vladimir bannen. Dann bannen wir den Kragas. Und dann gucken wir, was die bis jetzt gebannt haben. Also was jetzt Vladimir. Vladimir als erstes. Warum wollt ihr Kragas bannen? Fandet ihr den jetzt stark? Nee, aber das ist ein einziger Tank-Jungler. Ich glaube, im Carry-Matchup haust du den halt völlig kaputt. Im Tank-Jungle-Matchup eher. Ja, gut, aber Kragas ist halt sein bester Jungler. Ist so easy as fuck. I don't know. Ja, wir können auch offen lassen, aber wir haben halt wirklich nichts, was wir bannen wollen. Und ich würde die halt lieber. Achso, ja, stimmt, gerade eben hatten wir Jarvan gebannt, ne? Ja, ja, dann hau Gragas raus. Okay, die haben Ornn weg. Was hatten wir noch gebannt? Wir hatten Kalista oder was hatten wir gebannt? Kalista, aber wir haben diesmal ja selber First Pick. Ja. Wollen wir die einfach offen lassen? Ja, wollen wir ja. Deswegen. Die haben jetzt Ornn gebannt. Ey, warte, die können jetzt nicht Rakan, Nidalee und Ezreal bannen, ne? Also einer von den dreien ist auf jeden Fall offen. Ja. Ja. Das smelt doch juicy. Ja, okay. Ich meine, wenn die Kalista Trash gehen, wir ficken die mit Raken Xayah aus dem Leben. Das ist kein Problem. Und andersrum? Auch. Ich bin insane. Das ist die richtige Einstellung. Okay. Was wollen wir dann jetzt bannen? Okay, so jetzt bannen die Ezreal oder... Also wenn wir halt Rakan first picken, werden die zu 1 Milliarde % Xayah picken. Aber dann picken wir Kalista. Ja. Dann wird Kalista Rakan. Ja, wir können ja einfach nicht Botlane picken. Und wenn die Rakan Xayah picken, dann picken wir Kalista Trash und andersrum. Nee, meinst du, wir gewinnen das so wie du? Ich glaube, das ist so risky. Was haben wir gesagt? Xayah Rakan OP. Bann. Was hatten wir? Ich hab nichts mehr. Trash. Bann einfach Trash. Ja, bann. Hey, warte mal. Trash ist unsere Antwort. Hey, wieso? Warum ist Trash unsere Antwort? Na, egal. Wir first picken Rakan. Ja, ist ja geil. Aber wir hatten jetzt gerade geredet. Und wenn die dann für. Warte, hört mir mal kurz zu. Ja, wir first picken Rakan. Okay, never mind. Dann first pick Ezreal. Cool. Ich bin outbanned. Danke, Leute. Pick Kalista so. Ja, da haben wir nicht. Wir haben Kalista Trash nicht offen. Aber nicht sagen, Kalista Alistair. Kalista Braum. Kalista Braum. Ist alles komplett broken. Wenn Kalista Trash ist. Ja, aber so das Kalista. Hey, hast du mal meine Vignette gesehen? Ich bin echt. Also Kalista. Ja. Okay, Urgot ist noch offen, Galio ist noch offen, S ist noch offen, das sind alles Picks. Ich will euch ganz kurz erklären, warum ich das gesagt habe, weil wenn du Thresh bannst, dann bannen die entweder Rakan oder nicht Rakan. Wenn die nicht Rakan bannen, dann first picken wir Rakan, dann müssen die quasi für Xayah gehen. Wenn die aber für Kalista gehen, kriegen wir Xayah und die kriegen nicht Thresh, weil aber ist Kalista Thresh die Stärkste. Gehen wir jetzt mal von dem Szenario aus, wir bannen nicht Thresh und first picken Rakan, dann picken die Xayah, aber das heißt doch noch nicht, dass die Thresh picken. So nicht? Warum sollten sie es? Okay, ist doch scheißegal. Das ist alles irrelevant. Das stimmt schon. Also wir haben S, die haben Rek'Sai. Wie ist das Matchup mit S-Jungle? Da brauchen wir halt Frontline-Top, ne? Ach, wenn wir S-Jungle... Wenn wir S-Jungle jetzt auch noch haben, können wir halt, oh mein Gott, wir können die Botlane komplett quadratisch wegbumsen. Also wenn wir S-Jungle Bot spielen, Jungle Leona spielen? Kalista, Alter, da seh ich dich. Okay, aber dann muss ich ja Mitte auch Tank spielen, oder? Dann müsstet ihr mir jetzt Galio picken. Also ich würde sagen, für S-Jungle Galio, die Frage ist dann, was supporten wir, weil... Wie gesagt, wir können jetzt Leona, wir können Alistar, na gut, dein Taric ist nicht so sahnig, ist okay. Braum geht auch noch. Lulu. Dann würde ich für S-Jungle Galio gehen. Fände ich gut, ja. Oder willst du nicht, Donny? Doch. Ich kann jetzt auch was anderes picken, aber die werden Galio bannen dann. Ja, also. Die sind nicht die spannendsten Folgen auf deinem YouTube-Kanal, aber. Die 3 Folgen Galio und auch in der Fitness. Das geht eh nur wieder auf. Vor allem davor kam ja schon 2 Wochen. Nächste Woche ist Galio. Alles anders. Da ist dann bestimmt. Stimmt, allerdings. Vielleicht ist Galio immer noch Federn. Ja, aber sonst picken. Ja, keine Ahnung. Galio ist halt am besten, wenn wir einen Tank mitnehmen wollen. Du hast sogar Nashas Tooth gebaut in dem Game? Für Bau auf Evil, Alter. Das ist der Basic, weil er getrollt hat, was auch immer. Ich wollte gerade sagen, Alter. Der Rage. POE. Jetzt mal Grips erleben sollen, oder wenn der das sieht, der ist absolut Schicht im Schach. Eieiei. Aber es war wert. Jetzt hast du aber einen Galio schön Spam im Chat, immerhin. Der Grips hat das angefochten. Gezettelt. Ach, jetzt auch noch so ein Matchup. Okay. Da Corky. Ist er. Corki Mitte, LOL gegen Galio. Ja, das picken die aber in Professional auch, aber ich verstehe wirklich nicht warum. Ich habe nie gesehen, es ist halt Freefarm für Galio. Für Corki. Ja, aber abseits davon. Du hast halt zwar am Anfang Tick mehr Pressure, aber. Der muss aber Cleans gehen, ne? Das heißt, der wird kein TP haben oder sonst was. Aber das ist halt super geil für uns. Das heißt, okay, warte mal, wir müssen jetzt überlegen, was wir bannen wollen. Irgendwas, was Botlane safe sein könnte. So, was könnten denn die Bot picken? Braum. Wollen wir Braum bannen? Jenna wird komplett weggebossen. Ich will Braum bannen. Braum ist so das Einzige, wo die wirklich safe mit sind. Aber wenn wir jetzt für welchen Support wollen wir gehen? Leona oder was? Das ist die Frage, ne? Leona, Alistar, Lulu, Jenna, alles spielen. Aber jetzt müssen wir noch über Urgot nachdenken, ne? Kann Urgot auch spielen, aber Urgot gegen die ist nicht so prickelnd irgendwie. Ja, und vor allem, wenn die jetzt Urgot picken,
Was willst du denn Toplane spielen? Können auch Urgot bannen. Ja, ist ich egal. Ich würd, wir haben ja. Wir schauen erstmal, was die picken, also, ob die Support gehen oder erstmal Toplane und dann. Ich würde einfach Urgot bannen, weil er so viele Urgot Games hat und das für mich so ein Punkt ist, wo ich denke, bäh, will ich nicht. Ja, bin ich auch für. Und Urgot kann ziemlich hart solo carryen. Also wenn der einmal ins Game kommt irgendwie, dann ist er komplett broken. So. Also da musst du nicht mal viel für können. Ich hab gehört, mit Power of Evil hast du gut reingeintet gegen den. Ich hab Gnar gespielt und ich wurde so genommen. Unglaublich. Auf Level 1, auf Level 2, Junge, auf Level 3. Er stand einfach in meiner Wave auf Level 1 und hat mich outtraded. Q oder W? Ich glaube, das war W. Ja, ein bisschen boosted. Nee, war Q. Dieser, das, was auf den Boden geht, weißt du? Ja, ja, okay. Dann so, okay, Taric, Tristana. Also wir könnten. Letzte Frage, was wollen wir da gehen? Lissandra Support. Kappa. Warum Kappa? Junge, gegen das willst du mich verarschen? Junge, ich mach die kaputt. Wollen wir Alistar einfach gehen? Können wir. Alistar kannst du halt als Tristana nicht kommen. Also wenn wir Alistar gehen, müssen wir keinen Tank Top-Lane spielen. Ich wär für Alistar auf jeden Fall. Weil das dann kann es halt nicht kommen und als Tristana. Also du kannst es nicht. Pick Alistar oder was auch immer ihr wollt. Lissandra. Okay, was wollen wir jetzt toppen? Jetzt ist halt die Frage, was wollen wir machen? Wollen wir eher was für Splitbush? Ich hätte gerne noch eine zweite Win-Condition, falls wir die Fights nicht finden. Ja, same. Wir brauchen auch keine Frontline mehr. Weil wir halt Dann lass uns mit so einem Trundle. War das mit dem Jace hier? Die Gegner sind Squishy? Ich wollte gerade sagen. Jace willst du? Viel AD-Damage. Aber ich hasse Jace, Alter. Ich hab Jace nicht auf dem Account. Ja, dann Na, hab ich auch nicht. Rumble. Fiora, Rumble? Fiora? Irgendwas? Nee, das ist doch schon. Alter. Okay. Oh, lol. Warum hab ich hier. Ich hab doch alle Gems eigentlich auf dem Account. Hab ich irgendwas? Ich hab dich heute auch noch gefragt. Ah, Fio ist fein, oder? Ja, ist okay. Wir haben halt jetzt wirklich super viel AD-Damage, so, ne? Also, ja, aber ich meine, haben die nicht wirklich viel die Armor stacken können aktuell. Und zweitens ist unser Early Game halt komplett lächerlich trotzdem, also. Ja, das stimmt. Wenn der Typ Gnar geht, dann müssen wir snowballen. Also, müssen wir den zerstören. Wie ist unser Wave Clear? Für later Split Push maybe, wenn wir mal behind fallen, Midgame oder so. Wird schon ein bisschen schwieriger. Ja, geht's ja, die haben halt Tristana Cockies, oder? Hast du halt nie genug Wave Clear, so. Okay, swap. Das ist so das Einzige, wo wir aufpassen müssen, dass wenn wir halt. Ich swap mit Kevin. Keiner okay, meint. Dass wir behind fallen. Fuck, ich hab ja nicht auf meinem Main, ich hab ja gar keinen Skin hier. Nein! Aber also Botlane, wir sind halt. Also Level. Wir ficken hier halt Early Game komplett durch. Das, also ab Level 2 gehen wir, können wir die einfach die Tristana. Ich versuch komplett Early Game zu snowballen, egal welche Lane oder so. Das kriegen wir schon. Ja, geh einfach von Midlane weg, so. Ja, ja. Außer wenn er. Also wenn der Kunk nicht Glänz geht, dann. Dann sind Alter, dann wir am Start. Baue ich mir ein Zelt auf Mitte. Du immer. Da will ich dich sehen. Dann skill ich W auf Level 1. Da war meine Überraschung. Wo startest du? Warte, welche Side sind wir jetzt nochmal? Blue Side. Dann, I guess, Blue Buff so. Ja, I guess, Blue Buff. Der ist schon sexy mit dem ersten. Ich kann auch solo, ne? Wir können übel hart Mindgames machen. Ich solo. Willst du Red solo und Blue invaden? Ja, irgendwie sowas. Rexer startet nicht Blue, oder? Macht keinen Sinn. Nee, macht nicht wirklich Sinn. Ich kann die erste Wave gegen Kroki contesten. Dann könnten wir Level 3 oder auch Double Buff Botlane ganken einfach. Yes. Mit Alistar ist halt. Wobei, dann würde ich nicht solo und dann würde ich einen Pull nehmen, weil dann geht's schneller. Okay. Damit ich halt safe ende. Aber wir könnten halt sonst Fake Toplane pullen, dann erwartet er das nicht. Weißt du? Ja, aber selbst wenn er das erwartet, kann er nichts dagegen machen. Ja, wenn ihr unten so viel Push habt, ja, ich kann mit also, der halt die erste. Wir werden halt, wenn wir pullen, aber nicht. Der Aspekt war gut. Lass uns trotzdem. Ich solo Red und wir faken trotzdem Toplane. Okay. Wir faken Toplane. Ja. Ja, sounds good. Let's fucking go. 2-0, Leute. Ja, tut mir übrigens leid, dass es so viel Abwechslung gibt. Aber geil. Ah, Johnny, brauchst du dich nicht entschuldigen, Alter. Alles für den Win. Alles für den Win, Jungs. Alles für den Win. Und den Flex. Schaut den Fake an, was der gemacht hat, wie er sich geopfert hat. Ja. Jo, was hat sie gebracht? Halbfinale Finale raus. Sag mal, jetzt hältst du mal die Schnauze. Finale raus, schade. Louis Rip. Ja. Wir wollen hier gewinnen, wir sind im Finale. Ja, gut. Das stimmt. Was ist hier eigentlich los? Ne, im Finale wurde er auch immer gebannt. Ja, stimmt. Kann sagen. Ich sehe mich Mitte First Blood so. Ja, der hat halt ja, wenn die jetzt mir hier sich raiden, ne? Du musst doch nicht sagen, glaube ich. Du übersteuerst gerade übel, ja, Kevin. Das war gerade einmal richtig schlimm. War keiner, was das war. Ich? Hallo? Ja, du warst gerade einmal richtig eskaliert. Also, ja. Was, mein Sound? Also, machst du Red Solo, ja? Ja, ich mach Red Solo. Okay. Die bisschen ficken am Blue Buff? Ich glaube nicht, dass die Blue starten. Und wenn doch, dann haben wir halt den kompletten Free Push.
Wenn wir Ellie Level 2 werden, ist die Lane over. So. Kevin, hast du Bock, einem ihrer Raptoren reinzulaufen? Ah, nee, du musst ja push. Faken. Ich meine, der Terry Cut hat auch mega schwer gegen mich seine. Kannst aber solo eigentlich reinlaufen, Corki und. Ja, Max, er sollten dich dann nicht irgendwie abhalten können, einen Q zu schießen und so. Vielleicht irgendwie ja. Lucky zu stehlen oder sonst was. Der Terry Cut hat also mega schwer gegen mich die. 1,47 oder 1,48. 47 ist sehr interessant. 7. Ich laufe da mal bei 1,47 los, Jungs. Solange bitte aber in der Base bleiben. Jo. Ihr sagt mir, wenn die. Könnte sogar ein Blue-Start sein, ja. Corki. Rex hat nicht Raptoren gestartet, oder? Kannst du Mana wasten? Die starten wirklich Blue. Ne? Hab ich. Ja, damit du nicht invaded starten, die Blue. Ah, dafür kriegen wir halt einen Free Push. Der hat nicht Stopp. Also der hat nicht gepullt auf jeden Fall. Kein Rage. Ja, die haben unten gepusht. Geleasht. Jo, Corki hat auch nicht gepullt, also. Ist auch kein Fake. Ich conteste dann die erste Wave nicht, das. Ja. Fine, I guess, ja. Ich pass mal, ich hab keinen Bock auf ein Early Game. Wobei, ich könnte Level 2 Red Buff in den, theoretisch. Boah, ich hab trotzdem den Push bekommen, der hat irgendwie keinen Bock zu pushen. Der wardet hier irgendwo. Ja, der hat gewardet. Wollen wir Level 2 gucken? Weil die werden es fein. Der Pew ist good. No, ein CS-Gemist. Ja, ich auch eben. Ich trauere. Ja, die hat unter dem Töten noch kein. Holy shit, die hat kein CS-Gemist. Not bad. Wir kriegen halt super free Turret Damage. Nice. Anleki, wo ist die Rexa jetzt? Keine Ahnung. Okay. Ich nehme hier auch nicht. Sag mir immer, wenn du deine nicht resettet bekommen hast, okay? Ja. Ich kann wirklich null verraten, wo Rexa gerade ist. Also, ich hab Pressure, ne? Kannst du den wählen, wenn du willst. Same. Oh, krieg ich den? Ah, so, ah, fuck, sorry. Ja, die haben halt Vision, ne? Reflex. Aber die müssen auf jeden Fall bald mal den Bot schicken, der ist schon auf 80% gleich der Turret. Ja, wir müssen auch ein bisschen aufpassen, ne? Okay, Rexa ist Mist, sie kann Base sein und unten runterkommen, ne? Ja. Also, ja. Lass das Level 3 chillen, dann hab ich meine Geister. Alter, die blasten aber echt gut unter dem Turret, holy shit. Soll ich deinen Raptoren bauen? Ja. Kannst du machen, theoretisch, ja. Ich geh einfach persönlich vorbeigucken. Die ist nicht hier unten. Rexa ist da, Topside Jungle. Okay. Ich hab Raptoren nicht gecheckt, ne? Just so that you know. Was dann? Willst du kommen? Oh, ja, ich hab noch kein Level 3. Achso, okay. Wo ist Rexa hin? Die kommt runter. Rexa ist River, Rexa ist River. Können wir River contesten? Ja. Unterwegs. War es mega obvious, was ich mache. Oh, ich hab Drake gepullt, Alter. Ho! Oh, fuck, das war dumm. Ich hab eh jetzt. Ich hab gerade ordentlich aufs Maul. Ups. Wie lange ihr? 5. Rexa immer noch hier. Ja, wir können die Lane auch gleich mal. Wir können jetzt mal hard pushen und dann die Lane mal freezen. Könnt ihr auf Tristana? Ne, ja. Was auf Rexa, ne? Die könnte über den. Range. Über die Wall kommen. Was? Ja, wenn ich laufen muss, dann kann er mich dann. Also, kann sonst backupen. Ich hol mal so ein Ghost hier raus. Hier. Ich hab auch Vision, ich hab auch Wards. Wenn wir da an, wo Rexa ist, Topside müsste sie an, oder? Ich glaube eher die Spotside, Ramp oder so. Oh, die hat. Okay. Der Top wäre nur Grown ist ab. Die ist wahrscheinlich based und hat schon ihr. Sie ist letztes Mal auch ziemlich früh based. Mit Gragas, das heißt, sie wird für Blue Smite gehen, I guess. Green. Und dann durchbohren. Komm mal Richtung Topside. Also der spielt das Matchup super dumm, so ich kann das die ganze Zeit pushen, wenn ich will. Okay. Ja, ich kann halt nur echt hart invaden noch. Geh hier nach Base. Pass mal auf. Wieder rein jederzeit. Rexa kann jetzt jederzeit da sein. Ich also, top als auch so, Mitte. Dass, vielleicht gegen mich pusht. Ihr pusht halt alle und ich habe gerade keine Pressure, das heißt ihr müsst aufpassen. Wir können auch die Lane besetzen, wenn du willst. Ich kann dafür Flash-Q gehen oder so dann. Oh, Rexa Bottom. Hätte auch gewardet, hier ist ein Ward. Ja, ich meine, wir können die resetten und wenn die Last hätte, pusht die automatisch schnell, dann können wir sie freezen und aus dem Tür draußen, dann können wir die freezen und zone. Top pusht jetzt auch. Der schönste Bubplan. Ich hab mit denen hart reingepusht und gebased. Ja, lass die einfach, belassen jetzt einfach und wenn die zu uns pusht, dann freezen wir die und wenn die uns da contesten, dann gehen wir rein.
Pixel Top Side. Für mich das Early Game, Alter. Die haben auch Barrier hier, by the way, ne? Der wird den Pixelbusch gepinkt haben. Oh shit. Geht jetzt zu ihren Raptoren. Cocky ist Miss, höchstwahrscheinlich Base gegangen. Kann die jetzt richtig schon sauen? Rex hat immer noch zwei Pinks, die hat noch nicht nirgendwo gepinkt bis jetzt. Ist aber hier, kann aber dann wieder runter. Der hat Tri-Brush gewardet, der genau. Und mal scheren. Leon, mal scheren. Cocky immer noch Miss. Bin noch kein Level 5, ne? Cocky immer noch Miss. Der hat gleich Mega, also ist ziemlich angehen kann, fällig. Die wissen, dass ich Topside bin. Ja, die können uns überhaupt gar nichts, wenn die dich halt nur so riefen. Ah, wir gewinnen die halt auch nicht so hart, die Länge, die ich gerne hätte müssen. Wir müssen halt weiter pushen, wenn wir da lieber nur wollen. Ja, das ist halt weiter pushen. Keine Vision gerade, ne? Die, für den All-In sind die zu safe. Der ist gerade wahrscheinlich am Blue. Rex ist ja wahrscheinlich am Blue, der ist jetzt ab. Ich gehe auch zu Memrap. Ja. Ich gehe hier pinken. Corki move da schon hin. Ja, die sind da. Corki move zum Blue. Okay, ich stecke keinen Pink, so wir den contesten können. Wir können halt, wenn wir das gut timen, können wir mit dem Level 6 vielleicht sogar versuchen. Na, wobei ist halt Level Heal, ne? Rex heißt top. Zu Level 6, aber. Das war gut, okay, ich will, mehr, ich will Enemy Blue haben. What? Das ist ja ultra weird. Das Parting jetzt, aber da war. What? Das ist so casual! Was ist hier los? Alter! Ich check halt den. Ich check den Gag halt nicht. Das kann, das Tower pushen. Das Tower. Kannst du kommen? Kannst du kommen für den Tower? Ja, schon. Ich hab ult. Sunna Space. The fuck? Geht, warum geht Tristana Base und warum geht Rex halt top? Ich dachte eigentlich, dass du hier bist. Hä? Mein Red ist ab. Natürlich denken die, dass ich hier bin. Nehmen, oder? Jo, ja. Geh rein. Komm nicht ran. Ist fein. Ah, lass Blue Buff noch holen. Ich hätte nicht mit Ult reingehen sollen. Ja, ich bin gerade frisch 6 geworden. Als du quasi gekommen bist, das war ich, glaube ich, frisch 6. Hier ist ein Ping. Ja, lass Base gehen und swappen, oder? Den Nacken wir weg. Noch Blue. Kurz. Wir müssen noch stayen. Ich hab Smite. Okay. Ich will einfach den Blue haben. Komm ich jetzt willkommen. Ich geh, warte, passt auf da. Ihr könnt raus, ja. Seid ihr safe? Fein. Ja. Nice. Aber prinzipiell müssen wir da immer zusammen gehen, so, wenn die yes, das. Yes, yes. Hatte ich eigentlich Recall sehen. Ja, my bad, sorry. My bad. Okay, wir stoppen top. Wir können ihn nah diven. Der war auch noch nicht Base. Der geht jetzt Base wahrscheinlich. Jo. Haben die Summoners unten? Ja. Corki hat jetzt Package, ne? Also der kann Base gehen und Package holen. Nur damit okay. Die dort Kopf hat. Da ist der Boy. Was war die Ulti? Fast clear, ich muss Base. Aber die wollte ich nur mitnehmen. Oh lol, da steht ja noch einer. Corki hat jetzt gerade Package angesetzt. Ich dachte, du wolltest canceln oder so. Nee, ich wollte fast Dings gehen, weil jetzt habe ich noch Warrior und noch einen Pinkboard. Ich hab Ulti jetzt ab. Wir sind schon top, wir müssen aufpassen. Ich komm später erst. Corki hat Package, ne? Care. Ja, pass auf Top gerade auf, können nur Top ganken gerade. Pink hier. Ja, ja. Ich hab auch noch einen Pink im Inventar, wir können irgendwie einen Lane. River is not warded, Rexer wird Topside sein. Corki move top. Okay, das raus. Immer chillen, bis die Scheiße abläuft. Tarik ist hier. Ist gewardet. Ward. Corki ist wieder Mitte. Lager, Alter. Okay, ja, dann geht Package raus. Package raus. Du warfst sogar noch ab. Oh, was hat denn gemacht? Die ist bei dir, ich komme. Rexer hier. Ja. Oh. Ah, die wird über die Wand einfach gehen, ne? Also, können wir Mitte diven? Mit Alistair Ult und meiner Ult? Ja, natürlich schon. Aber die haben halt Wäsche in dem Bereich. Ja, die wissen das. Ja, okay. Bist du Tristana? Ja, lass mal. Oder, ja. Wir haben beide TP ab. Wo hier? Hier? Vielleicht da? Oh, Rexer oh, Mitte? Ich renne zu dir. Nee, ich bin safe, ich hab beide getauntet. Ich renne vielleicht. Ja, gehen die zu Hamm oder so? So. Pew, Alter. Ich hab die Chase eigentlich schon abgebrochen und dann kam die W noch durchgebuffert. Ist fine, I guess. Kein Plan, wo Rexer gerade ist. Der hat mich mitgebracht. Ich bin jetzt halt für die nächsten 5 bis 10 Minuten noch 80 mal stärker als Tristana. Ging jetzt hier Turret Damage. At last a change of scenery. Rexer ist hier. Top. Bin safe. Nice, Headbutt. Midlane Miss. Corki Miss. Könnt ihr auch einfach miss. Herald for free nehmen. Ja, wir pushen Top, nehmen wir Herald. Ich geh hier pinken. So. Das Auge bitte trocken. Wir kommen.
Kork hier immer noch Mist, pass mal auf. Ihr könnt auch eher pressuren, ich würde eher ein bisschen pressuren, oder? Okay, okay, lass den Pink hier klären. So, Harold ist eigentlich ziemlich weak. Wobei, jetzt solltet ihr kommen, pass auf. Ja. Lol. Kannst du den wegschubsen? Kork hier half. Flash. Was macht die Rek'Sai, Alter? Ich verstehe das nicht, warum tunnelt die random hier drüber? Pass auf, ne? Ja, der hatte Vision, Corky war ja da. Ich base. Jo. Ja. Rek'Sai immer noch Topside? Naja, die wollen nicht. Ah. Kannst du auch Mitte drauf flashen und wir killen hier? Oder wir placen Harold? Also, ihr seid Toplane fein, oder? Ja, okay. Aber dann erst noch Wave später, ne? Der hat jetzt durchgepusht. Ich hab auch Drone gemacht. Ja, fein. Ich kann auch noch Drake und so. Was macht der? Ich kann hier reinpushen, die wollen hier reinpushen. Passiert nichts. Keine Ahnung, ob die Base oder? Willst du einfach so? Ja, gut, Harald? Dann put ich Harold. Oder ne? Ah, scheiße. Ich share den Cannon. Jo. Lass einfach pushen. Jo. Place einfach, oder? Jo. Ja, Corky kann mich nicht droppen. Ihr könnt Toplane hard pressure, nur auf Rek'Sai immer noch aufpassen. Weil wenn Rek'Sai mit dem Move, könnt ihr... Der moved gerade, ja, die wieder. Ist die so aggro, die ganze Zeit spielen? Ja, move von hier, in Miniform. Keine Mega. Kommen. Ist da gehört? Ja, ich hab E-Packer. Ja. Ach, schade. Toplane fightet auf. Kann sein, dass Rek'Sai immer noch Bot top ist. Geh raus, Tim, ich bin Richtung Topside. Wie viel? 600. Rek'Sai war jetzt hier. Wir haben den gerade gespottet. Ich geh Base und TP dann wieder, du musst ihn gleich pushen. Wenn er nahe Time wasted ist. Also mit der Turret ist übel low life. Oh fuck, können wir uns gleich nach vorne. Das war von mir. Rek'Sai ist jetzt River. Ich hab ihn nach vorne gedasht, anstatt nach hinten. Wenn ihr oben richtig all in geht, sagt mir bitte Bescheid, ne? Ich hab TP und alles. Ich muss nur wissen. Tarik hat noch Ult. Ich heb mir den TP besser auf. Fuck it, jetzt noch die Wave nehmen können. Ah fuck, ey, das ist ja so hart boostet. Wird nach hinten, aber ich hab. Rek'Sai hier. Ja, gericht. Okay, nächste Wave bin ich wieder da, mein Junge. Bin ich wieder da, mein Junge. Ja, es geht um Turret. 300 Mal. Korg hat TP'd. Rek'Sai ist around Mist. Wir sollten hier nichts forcen, gerade ich bin zu low. Ich glaube, wir können ihn nämlich kurz einmal nehmen. Das öffnet die Map. Immer noch Gnames. Ich hab TP abgetoppt. Hat keiner von uns das Glück, Rek'Sai ist mit Nee, Rek'Sai ist unten. Der geht für sein... geht für ihr Blue Buff. Ja. Doch, das will ich drin stehen, ne? Ich renn mal gerade, vielleicht können wir die hier irgendwie catchen. Komm mal. Ja, ich hab den Karten Korb. Okay. Ich hab hier ready. Ja. Lol. Lass die Welt pushen, hab ich Blade. Dann sind wir viel stärker auf jeden Fall. Oh. Der war noch nicht am Blue Buff. Kannst hier, du Drake solo und Kevin? Die wollen rein, oder? Nee, ich hab Revenant ist Hydra. Rek'Sai ist auch auf Blade. Ich hab Blade, ich würd einfach Base. Nee, wir haben jetzt Blade und einen 70 Ult. Wir sind jetzt dann viel stärker auf jeden Fall. Gut, ihr weißt, dass ich hier drin recall. So, das ist gut, YOLO, Alter. Mach die rauf, Koko. Keine Ulti. Geh noch dich. Corky Package, oben raus. Heal ist raus. Corky Package, oben raus. Achtung. Barrier raus. Ist fein. Komm mit Ult für gegen Dive. Heal Barrier raus. Ich hab Ult. Ich hab keinen guten TP Ward. Kannst du hier ein Ich hab noch Heal. Ich kann das auch Wave clearen. Ja, ich geh Base, ich hab Blade. Ich hab jetzt auch gleich Ult. Die haben kein Heal, kein Barrier. Wir sollten jetzt auf jeden Fall einen Play-Top forcen. Ich bin viel stärker als die Tristana und wir haben mehr. Ich hab auch Flash. Ich hab auch Flash ab. Ja. Kalista labert zum Kleinen. What the fuck? Ich kann gleich auch die Hydra, die hier machen, den Drachen. Solo. Rek'Sai ist immer noch Topside. Lass das Game einfach ohne Kill gewinnen. Jo, komplett aus. Wir gewinnen das einfach. Ich hab die Rek'Sai im Stay lassen. Ich hab Ult, das kannst du baiten. Wollen wir gleich re-engagen? Wir machen mir keinen Schaden. Wir können richtig meiner, hart Gap closen. Ja, mit meiner Ult, und dann deiner Ult, deine Gali Ult. Wir haben Doppel Knock-Up. Ja, ich baite das hier. Okay. Achso, du bist schon da. Keine Ahnung, wo die Rek'Sai ist. Wir können das einfach hart pushen. Der hat hier gerecord gehabt. Wir pushen das jetzt einfach. Pflanze wird getriggert da unten. Wenn die diven, komm mal. Hier ist ein Pink drin. Hab es gemacht. Kannst du Tops? Ich würde einfach wirklich diven, also no joke. Ja, wir haben. Also, Anarchy hätte gerade die Midwave angenommen, die war richtig huge. Okay. Gut bouncen lassen. Da hat auch noch TP. Vier Top. Nein, da brauchen wir nicht unbedingt diven. Ich kann einfach Mitte üben, pressuren gerade, ne? Oh, Solo, pass auf. Solo ist ein bisschen. Viel
Spiel rein. Ah, das war boosted, fuck. Oh mein Gott, sorry. Oh, ich bin rutscht, Bro. Oh ne, jetzt muss ich denken. Oh, danke für den TP, Mann. Ah, fuck, das shit, ey. Ich vergesse immer, wie viel Single Target Damage die verfickte Tristana hat, Mann. Alles gut. Sollen wir da noch was catchen gehen, Mann, okay? Sorry. Können wir die Mitte nicht einfach reinpushen? Hexer, ja, jetzt. Ja, ja, sollten wir. Denk dran, Rex sei, ne? Ja. Lucky Trap da. Ja, lol. Tristana ist noch weit weg. Da kommt, Flash. Da kommt, fast Megapomp. Geht da raus. Renne, ich renne, ich renne, ich renne. Bin ich da. Rex hat kein Flash. So. Tristana von der Seite. Ich hab noch Ult, Kevin. Irgendwelchen Range? Ich hab aber nichts ready. Ich hab kein Ult mehr. Ne, nee, ist 3 gegen 4. So. Bleib, 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 guck mal hier, guck mal hier, guck mal hier. Okay, ja, ja, ich hab Ulta. Bleib mal stinke. Ah, Dings. What? Ah, war ein bisschen früh. Schade. Ich könnte trotzdem pushen, glaube ich. Wollen wir Drake machen oder hier weiter pushen? Mach mal Drake. Ja. Du kannst sogar theoretisch top gehen schon, so. Ja, deswegen, ich überlege gerade, weil ja, wir haben Kalista, die können nicht stealen, die könnt ihr free machen. Ah, okay, so. Und ich werde übel stark. Gerade. Ich komm zum Also ich werde übel stark, weil ich viele Ressourcen kriege. Ich wollte einfach zu hart force. Es ist immer so, mit Caitlyn ist so, okay, ich chill einfach, wir outscalen die, mit Kalista ist so, fuck, ich bin 0-0-0 nach 17 Minuten, muss das forcen, aber es ist halt sofort immer gewesen, sorry. Gibt man eigentlich die Gaio-Ult, wenn die im Fog of War passiert? Also wenn du jetzt auf Kevin geultet hättest, während der im Busch stand? Nee, das sieht man manchmal nicht, das ist manchmal voll aber buggy. Das ist nicht konsistent so. Also, ja. Letztens manchmal ja, manchmal Spanner nein. Bin ich auch mal dran. Move top. Vielleicht krieg ich die gekillt. Wie gesagt, das ist eigentlich gut für mich, weil ich werde halt über das Splitbush Monster. Ja. Bisschen pink. Wir werden auch nicht auf unbedingt ausgeld von denen. Ja, nee, deswegen. Wir haben halt Supervision top, ne? Die Tristana ist hier noch ganz allein. Ist das Hardpush einfach? Da ist niemand top. Außer Tristana halt vielleicht. Wie lange bist du deiner Ult? 25, hier, guck mal, ich, guck mal. Ich hab auch. Ich bin 45, Gnade selber. Ja, die move jetzt gerade wieder top. Ich hab TP ab. Corki auch. Corki ist hier, ne? Hast ja, hier top, hier einfach top. Ruhig. Ja. Du musst auch nochmal backen für neue Wards. Warte, glaube ich, jetzt schnell. So. Mach eben einen Recoil. Oh fuck. Denk dran, dass Ninja-Tubbies ja echt strong sind, ne? Enemy red this up. Tristana geht base. Ja, resetten die. Wir haben jetzt hier eine Wave, aber. Also, wir haben jetzt Zeit zu pushen, hier top. Okay, ich hab mit der Wave. Reset und Corki Package. Ich weiß nicht, ob wir sowas forcen sollten gerade. Was ist hier? Corki hat Trinity, der ist ziemlich strong. Pass einfach kurz auf. Also, ich bin auch stark, aber. Weiß halt nicht, wie wir gut fighten können. Weil Siegen ist hart gegen die. Vor allem mit Package. Top, ja. Im Endeffekt können wir einfach. Weil die Waves pushen, dann den Gegner schon Jungle Warden und für Catches gehen. So, wir outscannen halt auf der Sidelane. Wir haben nicht. Oh, nah Mitte. Ich brauche wahrscheinlich Picker. Wobei, never mind. Komm, wir kommen, kommen. Alter, ich komm, wir kommen, wir kommen, wir kommen, wir kommen. Go, 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 auf den Corki, auf den Corki. Ich hab beide. Holy shit, ich hab ein bisschen Damage gemacht. Ja, gut, dann. Da war ich auch. Warte, warte. Ja, ja. Nimm Midlane, die. Push Mitte rein. Nice. Nice. Ich wollte den Jungle von denen. Gott, dann ließ ich gut gebaitet, Johnny. Alter, ich bin fucking Ultra-Tank. Ich hab Ninja-Tunnies und Rod und alles. Können wir die diven, wenn die da kommen? Ja. Ja, du hast Ult, ne? Klar. Ich hab auch noch Ult. So, wir können für Inhib gehen, glaube ich. Ja, wir können für Inhib gehen. Das war halt so game-losing von den Kurt. Holy shit. Das ist da noch. Ich geh da voll rein, wenn ich irgendwas kriege. Yo. Also, ich böller übel hart, ne? Ich hab einen Double Taunt. Nice. Tower. Oder? Ja. Achtung, Kutschi, du hast noch Akku. Oh shit, der mit Tower. Was mit einem Baron Rush? Nimm den dann Baron, nimm den dann Baron. Baron, Baron, fuck, Alter, ich glaub, Inhib, Inhib, Inhib. Nee, Inhib, Inhib, Inhib. Ja, dann nach Baron. Aber können wir nicht dann Baron gehen? Wir sind 5 gegen 3. Ja, ja, aber erst Inhib. Aber. Okay. Das Prime, wenn nicht den Rush. Ich denke, es passt, ich denke, es passt. Wir haben auch gute Vision in deren Jungle. Wir können hier auch schon re-engagen, wenn ihr wollt. Never mind. Seht durch. Haben wir den Schaden direkt so von Anfang an? Wie nass Botlane? Hat der TP? Ja, hat er wieder. Ich glaube nicht, ja, dass das ich hab Flash. Ich kann Flash taunten. Können wir das timen solo? Er ist in Megaform. Aber ich ziehe durch, wir ziehen durch. Wir ziehen durch, wir finishen. Bei 1,5, bei 1. Ich. 3, 2, 1, jetzt. Nice. Corki, 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 Corki. Mega nah. Hinter uns kommt mega nah, Dings. Ich hab noch Ult. Corki, Corki, Corki. Wir sind einmal raus. Mal raus, mal raus, mal raus, mal raus. Holy shit, the damage.
Ich hab halt nicht Sub. So, da reden mit mir, wenn du rein willst. Ich würde so gern fighten. Du musst reden. Rexer. Ah, oh, ich wurde gerade Fuck! Ich hätte einfach raus. Ja, das ein bisschen koordinierter machen oder fighten, glaube ich. Ja. Nice. Oh, nice. Ich hab halt keine Mana gehabt, um irgendwas zu machen. Warte mal, gucken, ob wir nochmal rein können. Aber es ist trotzdem. Geht im Botlane, Botlane ist the Waste, ne? Komm mal, ich komme. Oh, fuck. Rexer. Hat er. Ich hab keine E. Okay. Na, ja, das war's genug. Okay. Ah, oh, viel Zeit! Lass uns jetzt einfach Botlane gehen, oder? Ja. Ah, ich geh top. Ja, oder top, ich kann Toplane gerade pushen. Geht Bot. Du gehst top, okay. Ja, die werden halt zu fünft auf jeden Fall um euch spielen müssen. Hier wird sie da oder was? Ihr geht jetzt Bot? Ja, weil ich bin schon Toplane. Ich krieg halt schon. Ja, komm, ich komm einfach durch zu dir und wir schauen einfach mal. Notfall kannst du auch zu Midlane moven und Midlane pressuren hier so. Jo. Ich hab jetzt Runans, ich hab jetzt auch nochmal einen guten Spike, die Tristan hat noch keinen Infinity Edge. Also ich bin todesstrong, ne? Also ich baller richtig rein. Ich hab so viele Ressourcen gekriegt durch die ganzen Roams und sowas. Also ich bin fucking unsterblich. So, ich hab Adaptive Helm und Ninja Tabis, der Kocke noch mit 10 Damage. Sind wir forcing hier. Und lächerlich. Ich lass jetzt Kevin oben alleine und geh splitten. Ich mach den Blue. Geh Mitte und dann push ich vielleicht noch eine Wave oder komm halt Bot zu euch. Ich hab Flash up, also wir können da richtig hem gehen. Ja, aber warte kurz, ne? Wir sind ja, so klar. Ah, top. Ich hab TP auch in der Minute. Ich hab kurz einen Black Giver. Kann sein, dass der uns engagen will. Ja, ja, raus. Drei hier unten. Der sieht mich in der Mitte. Nicht. Oh, jetzt sieht er mich. Komm wieder hoch. Kannst ja echt hier sogar Pressure gehen. Töt einfach. Ja, ich muss halt Rexer sein, ne? Komm mal. Ah, nevermind, nee, raus. Ja, nee, okay, sorry. Ich dachte gerade, er war alleine, aber ist genau gut. Dann kam der Taric, sorry. Ah, oh, das ist gut. Pass auf, Gnar kommt. Ist da keine Ult? 30 Sekunden. Oh, ich bin tot, Alter, das Game ist so verbuggt. Ich kann einfach teilweise nicht angreifen. Das ist so das war zu greedy, sorry. Ich dachte, ich krieg die Tristana. Aber ich hab meine Ult gemisst und dann war das dumm. Wir kriegen Bot-Hurt. Die haben aber noch alles ab, ne? Nein, lass ich noch keinen. Ihr solltet raus. TP, disengaged, ja. Wenn geht. Ich hab keine Ult, denke ich. Na unten! Vom Brick. Ich hab meine letzte Q gemisst. Nee, nah ist nicht hier gerade. Ich seh nicht. Ihr könnt Drake einfach gehen, to be honest. Sonst. Weil ich bin auch in 17 erst da. Ja, oder wir forcen halt, wir pushen halt weiter damit. Ist Taric hier? Pass auf. Wir sind halt Unterzeile, ne? Wir wollen nur disengaged. Ja, das war's. Hier die Knallpflanze. Vorsicht, die springen rein, ich bin dead. Versuch zu disengage immer noch. Boah, ich da Ult gehabt hätte, hätte mir sogar reingehen können. Sorry, ich hab das delayed gerade. Manchmal geht mein innerer Greed zu sehr durch bei sowas, wenn die Mitte Tristana alleine die Super Minions cleart. Ja, Burn ist jetzt raus. Müssen wir mal den Drake mitnehmen? Yes. Und dann weiter Bot. Drake und dann wieder Bot. Gut, schon mal, Kevin macht top. Wie viele Auto-Tags Crooked brauchen würde, um mich zu töten, ja. Nur reine Auto-Tags? Ich glaube, wenn du einen Dornpanzer hättest, dann könntest du AFK gehen, der würde sich morgen gewonnen selber. Das ist tatsächlich möglich. Kann sogar sein. Lass uns das mal testen, ich habe mal gerade einen Dornpanzer. Oder nee, du bräuchtest einen Bot, der einfach nur die ganze Zeit W drückt für den Damage Reduce. Wir haben jetzt wieder Package, by the way, ne? Kevin muss so ein bisschen aufpassen. Ich komme jetzt aus der Base, ich habe TP und Ult ab. Und einen Dornpanzer. Wochen 1, 2 Wards noch Zeit. Ich hab jetzt Ult. Natürlich haben wir auf jeden Fall. Pass auf, ne, ich bin noch Mitte. Ja, das ist einfach safe, Dingrad. Ich hab TP ab. Weiß der noch, was der Inip wieder? Inip kommt jetzt. Moment. Gleich. Ja, dann lass Midlane gruppieren, ne? Holt unten noch die Wave und kommt da Mitte. Hier ist noch ein Lord. Corki push Mitte mit Package. Ja, könnt auch top rotieren, ne? Ja, aber erst in der. Einfach nicht gehen. Achtung, Package noch abwarten, bevor wir green. Ja. Toplane fighting. Nevermind. Kevin, sag, wenn du diven willst, ne? Wir können moven. Ja. Okay, wir gehen jetzt an Inip ran. Cocky, Package ist raus. Jo, wir holen den Inip jetzt. Na, wird kommen, ist der groß? Ist der groß? Ja, ja, ja. Raus. Da kommt er, ich krieg top. Und er wieder zurück. Kann er ganz gut pauken. Könntest du auch mit der Kalista und die Zone, ne, wenn du. Ja, brauchen wir wahrscheinlich nicht. Kann die Rexer wegsauen. Wir suchen eine E, der Taric. Wollen wir top gehen? Nee. Oh, weiter forcen hier. Forcen. Kevin kriegt top so oder so. Ja, ich bin dann langsam low, Mana.
Ja, wir sind jetzt am Ende. Der muss wieder leicht weg. Gehen wir direkt Bot? Wollt ihr nicht lieber Top gehen? Ja, Top. Oder hast du den? Top. Einfach Top Tier 2 und dann resetten, wir haben genug Leute. Achtung, das ist ein bisschen. Du bist first. Nein. Ult für Ult und Tor. Oh, das ist nicht ganz vorbei. Ich kann mir vielleicht nicht gewinnen, aber ein 4-Mann-Spawn. Rexer. Oh, es ist so low. I believe in you, Kevin. Fucking Stranger Things 4, Alter. Close. Oh, Alter! Ich hab keine Mana jetzt mehr. Ich krieg den. Er ist ult. Easy. Mach ein paar Qs. Ach da. Okay. Ja. Ich bin getötet. Ich geb Botlane, ich hab TP ab. Baron ist eine Minute. Ich muss grad Base nehmen. Jo, same. Okay, dann resette dich. Push die Botwave entgegen. Ich geh Bottom, actually. Okay. Ich bin Ash. Denk an Pink Wards. Level 16 rasiere ich den komplett weg. Ich hab 18 Sekunden Ulti, Flash Ulti. Quatsch, Flash Q. So. Ich komme zu Nash. Flash Ulti. Ja, ich bin noch im Rakan-Modus. Rakan, hier kein Flash. Ich hab wieder Pink Wars dabei. Sehr schön. Jo, 3 Stück sogar. Hab ich mir von Ruler abgeguckt. Der hat auch immer seine Drones für 3 Pink Wars verkauft. Nice. Das predige ich ja nicht schon seit 3 Jahren. Ja, so wie als wäre das so eine neue Erfindung. Du bist halt kein Weltmeister. Ja, gut. Ey, Sola, du kannst jetzt Pink Wars kaufen. Nee, das mache ich erstmal. Nein, halt. Dafür, dass ich den Drones verkaufe, das ist ja das. Also ist der Anlass schon halt, wieder. Als AD Carry musst du dem erstmal. Triftige Gründe dafür finden, die Top-Side jetzt Warden abzugeben. Lass mal Top-Side jetzt Warden gehen und dann Baron pressuren. Ich warte hier, ich hab Pink hier. Ja, ich dachte, wenn wir Astral spielen, spielen wir einfach nur um meine Ressourcen so. Ah ja. Bis auf Galio. Ich bin dein Schoßhündchen. Mitte nochmal auspushen. Oh, Mitte auspushen und den einfach starten dann? Kannst du hier pinken? Ich meine, die können den nicht stealen. Also, und wenn die kommen, fighten wir. Wir sind da. Ja, können wir machen, können wir so spielen. Achtung, Kev, wir haben gerade nicht genug Pressure. So, wollen wir den jetzt einfach starten? Nee, warte, ja, kurz noch Rek'Sai Sweep Up warten hier. Okay, let's go. Ich bleib auf der anderen Seite, ne? Warum gebe ich eigentlich dir? Der Mega hat keine Ulti gerade. Okay, also, okay. Wir fighten. Was macht ihr gerade? Was ist die Situation? Baron, was los? Okay, Engage oder was? Komm mal mit Ult rein. Schau mal. Ich hab die Tristana. Oh, die ist rausgejumpt. Rek'Sai. Ja, ein Pit. Cocky. Okay, na. Nash. Ich will enden eigentlich. Ja, lass enden. Ah! B. Kommt top für nah. Ja, clean, Leute. Das war nicht schlecht, ja, außer mein einer. Also. Das ist, was ich sehe, bei Kalista merke ich halt, ich kann den Champion, aber ich kenne die Matchups halt einfach nicht, dafür spiele ich sie zu selten, so deswegen. 0-0-10. 0-0-10, Alter. Sag ich ja. Du warst mein Support, Alter. Jo. Du hast das Game durchgespielt, mein Junge. Jo. Das war's, Jungs. Geil. Nice. Alter, 7-1, Leute. 7-1. The dream is real. Einfach, wir posten jetzt einfach nur 7-1. Ja. Aber jeder. Hashtag 7-1, jeder. Sorry, Leute. Der Gegner war noch ziemlich nett. Ah, ja, Leute. GWP, Jungs. Tschüss. Nächste Woche gibt's wieder spannende Champs. Schauen wir mal. Nächstes Mal wird Fiesta. Eieiei. Aber der Damage stimmt da. Okay, Leute. 6 to go. Macht's gut, Jungs. Macht's gut.